Ja, servus dem Alma und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder mal im Wald, wie man sehen kann. Nein, anhand der Baum. Und wir haben aber auch schon Nachmittag, es ist kurz nach zwei. Aber ein bisschen würde ich das noch ausnutzen und ziehst du ein bisschen bei mir herum, nimmt der Donner wieder durch den Wald. Ja, mal schauen, was es so Neues gibt. Ein bisschen die Füße vertreten. Ja, ich muss mich gleich ein bisschen für den Ton entschuldigen. Mein Funkmikrofon, da gibt es irgendwelche Bredeln, da funktioniert im Augenblick. Das ist ein einziges Surren, Grauschen und Krameln. Hat man gestern schon mein Video zusammengehauen und diesmal mit dem eingebauten. Ich glaube, da haben wir den Fehler gefunden. Habe es jetzt wieder angeschlossen heraus und merke wirklich, das Surren ist immer noch da. Also, ja, dadurch heute mein eingebauten Mikrofon. Ich hoffe, das geht halbwegs. Naja, schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Nein, der Weg ist gut. Es gibt keinen Weg, wie immer. Ja, wie gesagt, ich habe gar nicht was Großartiges vor. Eigentlich nur ein bisschen noch essen, die Füße vertreten. Und ein bisschen, ja, Gegend wieder mal. Ein bisschen durchforsten. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts zum Sagen. Kleines Käfchen ist eh klar. Aber sonst alles beim Alten. Ich sehe dahinter ein paar riesen Baumschwänge. Die schauen wir uns mal näher an. Das sind schon riesen Dinger. Ja, der ist lustig, den muss ich echt sagen. Da wächst die Liane genau durch den Baumschwamm. Na, gigantisch. Wächst wirklich? Die Liane durch den durch. Geil. Na, da hat der Specht schick gearbeitet. Wahnsinn. Ein Rest macht er auch wieder. Einfach nur super Gegend. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Na, das schaut immer interessant aus. Bitte, wir haben die Rinden da so angeschüttet. Da habe ich aber die Mauer angeschüttet. Gewaltig. Ah, der da drüben, der hat einen richtigen Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Gewaltig, was die Natur zusammenbringt. Sehenswert. Jetzt werden wir da noch durchschlagen, ein bisschen zum Wasser. Schauen wir, ob ich da noch was Interessantes sehe. Dann werde ich mal ein Kaffeebäuschen einlegen. Ja, die Zeit rennt uns da rein. Und wenn du umstrafst und alles anschaust, ist schon ein Wahnsinn. Der schaut auch schon aus wie ein Schweizer Käse. Durchlöchert. Wer hat's erfunden? Hä? Ricola! Ja, da haben wir auch noch eine Eisschicht drauf. Ist sicher nur eine Sorte, aber am Ufer auch über der Eisschicht. Ja, sonst ist da nichts los im Wasser. Ja, bei der kühlen. Pinguin gibt's da kein. Ja, was soll's, jetzt habe ich schon solche Zehnter von Kaffee. Die werden wir jetzt da einverleihen. Jetzt haben wir wieder ein schönes Platzl. Ihr kennt ja das, das ist nicht so einfach. Zumindest bei mir ist das so. Ich denke, bei euch wird das nicht anders sein. Das muss ein gewisses Ambiente haben, das Platzl. Sonst ist nicht das. Aber ich finde sicher eins. Ja, das ist zwar noch nicht so das High-Definition-Platzl, aber
Ich sag einmal, das nehme ich jetzt einmal. Das schaut nicht so zuwider aus. Alles angeschüttet. Naja, wurscht. Der Platz gehört jetzt einmal mehr. Käfchen und sonst nichts. Ja, ich hoffe, es versteht mich so noch auf die Entfernung. Ja, was seht ihr da heute? Richtig. Ihr seht nicht mein Dachs, sondern ihr seht schon wieder mehr Gaskartuschen. Ja, ich habe mir das Ganze ein bisschen durch den Kopf gelassen. Ich muss eigentlich gestehen, dass jetzt, wo es wieder wärmer wird im Sommer, Schnauze, ich rede. Ja, jetzt, wo es wieder wärmer wird im Sommer, ist wahrscheinlich Gas einer der sichersten Sachen, sage ich noch. Das nächste ist, man kann das natürlich viel besser regulieren. Und daher habe ich mich jetzt entschieden, da wieder auf Gas umzusteigen. Ich habe das letzte Mal so einen Lixada-Brenner gehabt, der was einen Urkrawall gemacht hat. Den habe ich auch in der Zwischenzeit verkauft. Den habe ich mir zurückgehalten. Das ist dieser Optimus Crux Light. Was weiß ich, wie der heißt. So irgendwie Optimus Crux. Und den hören wir wirklich fast gar nicht, also da sind Welten dazwischen. Und jetzt mache ich mir gleich einmal mein Käfchen drauf und kein Feuerstahl hat mit, sondern brutal Feuerzeug. Na, was sagt man da? Und wenn ich mir das anhöre, der ist schon Welten leiser als der Mixada. So, und jetzt werden wir schauen, wie lange der braucht. Ja Freunde, das waren jetzt da keine 2 Minuten und der ist fertig. Das schwarze Gold. Jawohl. So muss das sein. Ja, so, wenn ich dann jetzt für meinen Läufe zum fertig schnitzen kann, ratz gegangen. Ja, heute mal wieder das Victorinox Hunter Pro Wood dabei. Handschmeichler. Braucht man kein Fix dabei. Bei dem, was ich heute vorgehabt habe, nicht viel quasi. Aber ein Messer braucht man einfach mit. Ja. Ja Freunde, in dem Sinn, was soll ich noch lange erzählen, ist, wisst ihr es eh schon bald auswendig. Mein erster Gruß geht wieder an meine ganzen Krankensesseln. Gesund werden Freunde, das Wetter wird jetzt wieder pipi fein, schaut's, dass aus die Kunst was nutzen. Ja, und natürlich auch den Rest der Welt. Prost Freunde. Ja, ja, wir haben heute so an die 0 Grad, es ist nicht warm. Der Franzose, der sagt, scheiß an, es ist auch kühl. Oder so ähnlich, nein, gar nicht Französisch. Aber außer Essen und Trinken, das kann ich in alle Sprachen. Ja, was macht es da? Außer als mein Heferl. Weg, weg mit euch. Meins. Ganz allein meins. Sind sie beim Pferdl? Jockey aus dem dritten Rennen. Ah. Ja, was soll ich sagen? Eine geile Gegend. Na, na, spät ist es. Ui. 4:05 ist. Das heißt, es wird bald finster werden. Aber gut, ist so. Ja, Freunde, was soll ich viel sagen? Ich werde meinen Klumper wieder zusammenpacken und dann schön gemütlich wieder durchschlendern. Schauen wir, was wir noch sehen. Und ja, ich räume wieder mit zusammen. Ja. Geh mal.
Jo, Freunde, das war's einmal wieder. Mein Auto steht da gleich in der Nähe. Die letzten Blicke da auf das schöne Ambiente herunter. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, danke fürs Dabeifahren, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Mauer und pfiat euch die Buben.